Leute, im Sommer ist es euch zu warm und im Winter zu kalt. Und nun zu einem weiteren faszinierenden Effekt, den Rohkost auf euren Körper hat. Und zwar die Spanne der unserer Temperaturempfindung geht viel weiter. Das heißt, wenn es extrem kalt ist, ertragen wir es besser. Und wenn es extrem warm ist, ertragen wir es auch besser. Wie ist es denn bei den Pflanzen in der Natur? Ziehen die sich Jacken an im Winter? Oder ziehen die sich Hausschuhe an? Oder machen die eine Heizung an? Und im Sommer schützen die sich da irgendwie? Ziehen die Sonnenschirme an? Nein. Wenn wir Pflanzen essen, dann nehmen wir von denen sogenannte Alkaloide auf, mit denen wir von innen her für Sonnenschutz sorgen. Wenn wir im Winter Wintergemüse essen, wie Kohl, aber auch wie stärkhaltiges Gemüse, zum Beispiel Karotten oder andere Sachen, oder zum Beispiel Sprossen oder Mandeln oder sonstige Sachen essen, dann wird bei der Verstoffwechseln Wärme frei. Das heißt, Rohkost wärmt. Ja, das ist, das muss ich noch ein bisschen genauer erklären. Deswegen wartet mal eine Sekunde lang. Jetzt erkläre ich es neu. Ich wollte euch erklären, wieso Rohkost im Winter wärmt. Ja, kalt was? Rohkost ist doch kalt. 40 Grad. Erstmal geht man bei 40 Grad in die Sonne und sagt mir dann, dass es kalt ist. Wer sagt, dass Rohkost kalt ist, das hört sich halt so an, roh, kalt, der hat einfach keine Ahnung. Man kann Sachen im Dörrgerät bis auf 42 Grad erwärmen. Dann ist es so heiß, dass wenn ich meine Hand reinlege, dass ich mich an diesen Dings fast verbrennen kann, weil es mir ja zu heiß ist. Also, Rohkost ist nicht kalt. Und deswegen, Leute, auch im Winter kommt in die Rohkosterie und esst da die Sachen. Denn, habt ihr mal überlegt, wenn wir etwas zu Heißes essen, wie im Winter üblich, oh, mir ist so jetzt so kalt, ich brauche unbedingt meine Suppe. Was macht der Körper, um die Suppe zu verdauen zu können? Er produziert kalte Stoffe, damit er sie runterreguliert auf die Körpertemperatur und dann kann sie verdaut werden. Wieso trinken die Tuareg in der Wüste heißen Tee, damit der Körper kalte Stoffe produziert, um sie runter zu regulieren und die kühlen? Ja, Leute, deswegen, es ist einfach nur ein Trugschluss zu meinen, Kochkost macht warm. Es ist das Gegenteil. Kochte Sachen kühlen uns aus und Rohkost macht warm. Hör mal, Leute, ganz logisch. Glaubt ihr, wenn ihr etwas erwärmt, dass es eine höhere Nährstoffdichte hat? Nein, haben wir jetzt erläutert. Die Nährstoffe verschwinden. Also, wenn wir etwas erwärmen, verflüchtigen sich die Nährstoffe und unser Magen hat sogenannte Chemorezeptoren, damit kann er die Nährstoffdichte messen. Wenn der Magen jetzt gekochte Nahrung bekommt, in denen keine Nährstoffe sind, schickt er dann ein Signal an das Gehirn und sagt, Appetit ausschalten. Oder wenn er Rohkost bekommt und analysiert, ey, ich habe genug Nährstoffe aufgenommen. Wann glaubt ihr, werdet ihr eher satt? Durch Rohkost oder durch gekochte Nahrung? Leute, das ist doch ganz logisch. Ich meine aber damit nicht die Supermarkt-Rohkost. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, auf Rohkost umzustellen und ihr geht in den Supermarkt, holt euch da Obst und Gemüse, dann werdet ihr damit nicht erfolgreich sein, dann werdet das nicht funktionieren, weil die Sachen sind zu Tode gezüchtet und haben keine Nährstoffe mehr. Wenn ihr die noch erhitzt und erwärmt, dann seid ihr ganz vorbei. Ihr müsst schon euch von drei Sachen ernähren. Wildkräutern, selbst angebauten Gemüse, Sprossen oder Superfoods wie den Algen, Chlorella und Spirulina. Und wenn ihr das macht, dann kommt ihr meistens bei mir in die Beratung und kriegt da alles, was ihr wollt. Zum Abschluss dieser Serie von wegen, wieso Rohkost die gesündeste und einzige Nahrung ist, die überhaupt als Nahrung bezeichnet werden kann. Weil, was bezeichnen wir denn als Lebensmittel? Was hat denn das Prädikat Leben verdient? Wenn ihr was erhitzt im Kochtopf, wenn ihr pasteurisierte, homogenisierte, ultrahoch erhitzte Nahrung esst, Fertigprodukte etc., glaubt ihr, da ist noch ein Fünkchen Leben drin? Wir haben es mit den Biophotonen gehabt, wir haben es mit den Elektronen gehabt, wir haben es mit den Vitaminen, Mineralien, alles wird zerstört durch den Koch- und Erhitzungsvorgang. Wenn ihr ein Buch dazu lesen wollt, lest Willst du gesund werden? Vergiss den Kochtopf von Wandmarker. Und ich werde euch noch jetzt ein paar Teile dazu mal zu meinen eigenen Erfahrungen berichten, was die Rohkost mit mir gemacht hat. Denn wahrscheinlich merkt ihr, dass ich mir sehr viele Sachen merken kann. Ich bin eigentlich nie müde. Ich war seit 3 Jahren nicht mehr krank. Wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn es doch so eine komische, extreme Ernährung ist? Ich finde es viel extremer, die Sachen ultra hoch zu erhitzen. Und überlegt mal die ganzen Aspekte im Hintergrund. Was ist das für Energie, die verschwendet wird, um die Nahrung zu zerstören? Was macht es mit dem Bewusstsein, wenn man zerstörerische Nahrung zu sich nimmt? Essen wir überhaupt, Leute? Warum essen wir? Wir essen doch aus Freude. Wir essen doch, dass es uns gut gehen soll. Wir essen, dass wir ein Geschmackserlebnis haben sollen. Und jetzt stellt euch mal vor, was ist, wenn wir die Nahrung erwärmen? Was ist, die ganzen ätherischen Öle, die ganzen Duftstoffe, die ganzen Geschmacksstoffe, wohin gehen die? Überlegt mal. In die Luft, ganz genau. Das empfinden wir als gut riechend. Wenn wir beim Pizzeria vorbeilaufen oder beim Asiaten oder wenn die Mutter zu Hause kocht, dann sind die ganzen Geschmacksstoffe in der Luft. Aber nicht da, wo sie hingehören, nämlich im Essen. Und deswegen schmeckt Rohkost einfach immer besser. Stellt euch mal vor, es schmeckt besser, es ist gesünder, es ist einfach die universelle göttliche Ernährung. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das nennt sich Gottkost. Das kommt in den nächsten Monaten auf den Markt. Und ich hoffe, ihr lest darin alles, was ich hier erzähle, wissenschaftlich fundiert nach, damit ihr niemanden glaubt. Und ich hoffe, ihr probiert es mal. Prüft es doch mal, was ich sage. Prüft es einfach mal durch 2 Monate Rohkost, anstatt irgendwelche Geschichten zu erzählen und sagen, oh, ich vertrage Rohkost nicht oder Rohkost im Winter ist, da friere ich doch. Ihr habt keinen Plan. Deswegen kommt zu mir und lasst euch einen Plan erstellen. Wer von euch kann heute dieser
Gesellschaft mit dem Zeitvirus, wie man es nennen kann, dass wir alle keine Zeit mehr haben. Wer kann selbstgemachtes Gemüse anbauen? Erzähl mal bitte, wer kann das? Wer kann sich jeden Tag Sprossen ziehen? Natürlich könnt ihr das alles. Wer kann jeden Tag Wildkräuter sammeln? Ihr könnt das alles, ich will euch gar nicht. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Menschen seine eigenen Grenzen aufzuerlegen. Es gibt keine schlimmere Form von Satanismus und schwarzer Magie, als zu sagen, das geht nicht oder das kannst du nicht. Ihr könnt es. Aber ist es in eurem Leben aktuell realistisch und praktikabel, es umzusetzen? Nein. Und deswegen empfehle ich hochdosierte Superfoods. Ich empfehle Chlorella-Alge. Ich empfehle andere hochdosierte Lebensmittel, die euch diese ganzen Nährstoffe geben können, die ihr braucht. Ja, Baby, ich bin gleich da. Willst du es endlich richtig machen mit der Rohkost und denkst, hey, ich habe noch nicht die vollen Potenziale oder ich habe noch kein gutes System rausgefunden, wie ich mich gesund ernähren kann? Du willst es deinem Umfeld beweisen, dass die vegane Ernährung die optimale Ernährung ist? Dann hol dir die Masterclass. In der Masterclass habe ich ein Schritt-für-Schritt-Programm für jeden nachvollziehbar zusammengefasst, in Top-Qualität, also nicht so wie jetzt. Diese Videos, die ich so nebenbei drehe, sind nicht so professionelle Aufnahmen, die ich machen könnte, wenn ich das Equipment habe. Dementsprechend kostet diese Ausbildung natürlich auch ausnahmsweise etwas Geld. Sonst habe ich ja alles gratis rausgehauen. Alle Videos, die du bisher von mir gesehen hast, waren Free Content. Dahinter steckt meine Leidenschaft, meine ganze Arbeit habe ich da reingesteckt. Nun ist es Zeit, da ein bisschen kürzer zu treten. Wie du vielleicht siehst, habe ich ja ein Heim mit einer Familie und anderen Aufgaben, denen ich mich jetzt widmen muss. Und deswegen habe ich für dich nochmal alles zusammengebündelt in der Mr. Raw Masterclass, was ich zum Thema Ernährung weiß und werde mich nun in der Zeit auf andere Dinge konzentrieren, wie euch auszubilden. Vielen Dank, hol dir die Masterclass und mach alles richtig. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rohkosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.